Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 Multiplayer. Ja, heute bin ich mal nicht in meinem Apartment oder ähnlichem, weil es liegt halt einfach daran, mein Charakter wurde gelöscht. Er ist nicht mehr da, er ist verschwunden, weg ist er. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich wollte gestern wieder mit ein paar Leuten online spielen. Will das Ganze mal den Nachtjoin und wäre halt immer wieder ins Charaktererstellungsmenü geschmissen. Und ja, Charakter ist nicht mehr vorhanden. Ich kann. Konnte dann nichts mehr machen. Ich habe die PlayStation neu gestartet, ich habe Internet neu gestartet, ich habe alles gemacht. GTA ist ja logisch, wenn ich die PlayStation neu starte. Es war einfach nicht mehr vorhanden. Und ich habe dann noch so einen Account halt erstellt auf die Nummer 2. Heute ist immer noch nichts da. Ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall bin ich jetzt mittlerweile wieder Level 9 und habe warum auch immer 1000 Dollar. Wir haben direkt mal hier überweisen. Ich habe mittlerweile auch einiges an, naja, Erfahrung hier wieder gesammelt. Also was man ja alles so machen kann, was man vielleicht lieber nicht machen sollte. Und so ein Scherze halt. Also mittlerweile habe ich wieder so ein Auto. Ich habe halt das Tutorial jetzt erstmal wieder übersprungen. Ich wollte euch jetzt nicht wieder alles antun. Wobei ich euch das sowieso nicht alles zeige. Aber, naja gut, ich war irgendwie um die Level. Irgendwas über Level 60, ich glaube so 61 oder 62. Aber gut, ist ja egal, ich hatte auch 800.000. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man halt immer super Rennen fährt oder Überlebenskampf spielt, was zwar lange dauert, aber was sich am Ende auch lohnt mit dem Geld her, dann kann man wirklich gutes Geld verdienen. Also vielleicht werde ich euch heute nochmal so in der Aufnahme ein bisschen zeigen oder ja. Vielleicht mache ich sowas nochmal. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal hier eine Einladung bekomme. Ich bin hier gerade auch alleine, warum auch immer. Wir können mal gucken, ob bei unseren Freunden irgendwer online ist. Natürlich habe ich jetzt auch kein Apartment oder so eine Scherze mehr. Hat der spielt gerade GTA. Der spielt gerade GTA, den Prolog. What the fuck. So, ich muss jetzt mal kurz gucken. Wem können wir denn hinterher joinen? Hani ist gerade AFK, der ist gerade essen. Im TH Zocker könnten wir hinterher joinen. Ihm hier, ja, habe ich auch vor kurzem wieder gesehen. Also, halt wieder geedit. Ich weiß halt nicht, was mit ihr hier ist. Oder mit ihm. Dem Spiel können wir aber mal beitreten, weil mit ihm, er, was auch immer, was er halt ist, habe ich sehr viel Geld verdient. Bin auch sehr gut gelevelt, also. Wir fahren halt immer Rennen und da verdient man halt teilweise mal gewinnt 10.000, 13.000 und bekommt auch irgendwie so 2.000, 3.000 RP. Also dadurch lohnt sich das natürlich enorm. Man fährt da irgendwie mal ein 5-Minuten-Rennen und verdient dann 10.000. Und ich habe auch mit OO Danny, also den ihr gerade gesehen hattet, auch ein paar Runden gelevelt, aber wie, was genau und auf welchen Strecken. Ich weiß halt nicht, ob ich das so erzählen oder euch zeigen kann. Was ist jetzt los? Ach so, die sind im freien Modus. Na gut, wir können ja einfach mal dorthin fahren. Wir werden jetzt mal hier unterwegs noch diesen Laden hier mitnehmen. Einfach weil wir es können. Hani macht das ja immer so. Der rennt hier rein, schießt den kaputt und lässt ihn sterben und holt dann halt das Geld aus der Kasse. Also das Problem dabei ist, dass die Polizei dann direkt drei Fahndungssterne auf einen aussetzt. Und das ist natürlich grandios verschissen, ne? Ja, Kollege, mach mal schneller. Ich habe so das Gefühl, dass es insgesamt in dem ganzen Spiel bloß zwei Verkäufer gibt. Also zwei solche Leute, die du ausrauben kannst. So, schießt er auf mich. Weil manchmal zücken die dann noch so eine Shotgun und schießen einen dann fast tot. Aber er macht das nicht. Alles klar. Dann können wir ja hier erstmal weg. Ich weiß gar nicht, wo hier die Musik gut ist und was man hier lieber wegblasen sollte. Weil ich glaube, das von gerade eben war jetzt nicht so geil. Ach scheiße, die Polizei verfolgt mich natürlich. Ui! Ach scheiße, nein. Na grandios. Zum Glück kann man sich hier jetzt so wieder umdrehen. Das ging ja in GTA 4 nicht. Ja, komm, dreh dich um. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil die Polizei verfolgt uns bestimmt gleich wieder. Dann holen wir uns mal von hinten den Heli und so kommen wir nämlich schneller voran. So. Scheiße.
Dass die Polizei, die will ich jetzt nicht unbedingt treffen. Okay, hat funktioniert. Natürlich gibt es jetzt auch erstmal keine Flugzeuge mehr. Das liegt aber daran, dass ich halt noch so ein geringes Level bin. Ich glaube, ab Level 10 oder 15 irgendwie müsste dann hier auch so ein Flugzeug stehen. Ich war sogar so weit, dass ich hier immer so einen Buzzard stehen hatte. Also so einen Buzzard kennt ihr bestimmt noch aus GTA 4. Der so Raketen und MGs abschießen kann. Und der war eigentlich ganz geil. Genauso gab es dann schon diesen Jet da. Aber, naja. Hätte, wäre, wenn und aber. Ist aber nicht. Dixon hat einen Raubüberfall vergeigt. Er war ein Noob. Level 88 ist er schon oder S. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt immer nicht, weil wenn die Leute da so einen weiblichen Charakter haben, sind das nur Männer oder sind das Frauen, die das gerade spielen, weil, ne, deswegen, ob es ein R ist oder nicht, ich weiß es nicht so. Wir können natürlich versuchen, so einen Chat zu klauen, ne, aber, ja, ist offline, ja, läuft bei ihm. Was machen wir da jetzt? Ich würde sagen, wir schauen einfach mal jemand anderes hinterher. So, wer kommt denn da jetzt in Frage? Er spielt gerade offline, das V ist immer offline. Ich glaube, wir joinen einfach mal ihm hier hinterher. Ach, naja. Ich bin aber jetzt auf jeden Fall da drauf und dran, mir wieder ein neues Apartment zu kaufen. Sitzung fehlgeschlagen, na, dann springen wir halt hier einfach mal hinterher. Weil ich bin halt so am Überlegen, ob ich mir wieder das ganz teure Apartment kaufe für 400.000, aber das ist halt immer so eine Sache, ne? 400.000, das ist schon eine Menge Geld, vor allem am Anfang halt, und es ist halt auch so, desto höher das Level ist, desto mehr Geld bekommst du, und das lohnt sich halt dann schon, ne? Wenn du da mal so einen Job machst, aber wenn du halt hier so einen Job machst, krieg ich irgendwie 1.000 Dollar und andere kriegen da 3.000, 4.000 und das ist halt... Sag mal, willst du mich schnatzen? Warum sagt er mir das Spiel, da wird gerade bei teilgenommen an der Sitzung? Und dann sagt er mir, wenn ich beitreten will, nö, das Spiel ist nicht mehr verfügbar. Ja, leck mich am Arsch. Das finde ich nicht so in Ordnung. In GTA Online wird beigetreten. Ich würde sagen, wir treten da jetzt einfach mal niemanden bei, sondern tun einfach mal so ein bisschen, weiß ich nicht, rumfahren, vielleicht mal ein Heli holen, vielleicht mal versuchen, so einen Chat zu holen. Wobei, das mit dem Chat hatte ich mal wieder probiert. Teilweise geht es echt gut. Also teilweise kann ich da einfach reingehen, mir einen Chat klauen, so eine Rolle machen und hab den Chat dann. Aber teilweise gibt es halt auch so Sachen, da kann ich Rollen machen, wie ich will, da kann ich versuchen, ausweichen, wie ich will. Und wenn ich selbst mal so eine Rakete ausweiche, ne, dann kommt nochmal so ein Chat und ballert mir nochmal eins richtig rein. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das passiert mir in letzter Zeit öfters mal so. Hier reden jetzt wieder Leute, aber ich habe die eigentlich gemutet alle. Beziehungsweise bei Chat einfach nur Freunde eingestellt. Das heißt, da dürfte eigentlich niemand reden. Und ich will mir eigentlich jetzt mal bei Ammunition eine neue Waffe kaufen. Weil ich habe gesehen, seit ich Level 9 bin... Hallo, kann ich hier reintreten? Ja, geil. Seit ich Level 9 bin, kann ich mir so eine Mikro-MP kaufen. Und wenn die jetzt nicht so viel kostet, werde ich mir die jetzt einfach mal kaufen, weil seitdem ich hatte ja mit meinem neuen Account, habe ich ja vorhin schon erzählt, so einiges an Geld, irgendwie 800.000 oder so. Weil ich habe halt einfach nichts ausgegeben, seitdem ich das neue Apartment hatte. Ich habe halt einfach so übelst gespart. Und dann hatte ich mir halt mal vorgestern extremst viele Autos gekauft, weil ich halt gemerkt habe, was will ich mit dem Geld, ne, da lieber in Autos oder Waffen stecken. Und dann hatte ich halt alles in Autos gesteckt, aber... Hatte ich halt ganz viele Autos, ne? Aber es war halt auch gut, ne? Man hatte dann eigentlich alles erreicht, was man im Spiel erreichen wollte. Mir hatte irgendjemand noch gesagt, dass in GTA Online, dass es gerade so erst in der Anfangsphase ist und dass das demnächst noch mehr Spielinhalte bekommen soll. Ob das wirklich so ist, ich weiß es nicht. Es wurde ja auch noch gesagt, ja, jeder Spieler, also jeder Account, der sich in den ersten paar, im ersten Monat registriert hat, der bekommt 500.000 Dollar, also GTA Ingame Dollar. Ist ja logisch, ne?
Irgendwie habe ich bisher da noch nicht so viel von gesehen. Ich weiß auch nicht, ob da noch was von kommt, aber ich denke es mir mal. Ich hoffe es auch mal. Das wäre natürlich ärgerlich sonst. So, Kollege, was hast denn du? Ja, check them out. Pistole. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Munition hier. Ja, okay. Es geht so. Größeres Magazin, das lasse ich jetzt erstmal. Ja, 3500, das geht auch voll klar. Kaufen wir uns hier noch ein paar Schuss. Okay, das war's jetzt schon. Größeres Magazin 10.000 kostet das. Schalldämpfer kostet 12.000. Taktisches Licht ist meiner Meinung nach ein bisschen, naja, zu viel. Oh. Wir lassen das einfach mal so. Haben wir jetzt eine Mikro-MP? Das wollte ich eigentlich nur. Jetzt können wir eigentlich. Was können wir jetzt eigentlich mal machen? Wir können jetzt. Läden überfallen, habe ich jetzt gerade irgendwie keinen Bock drauf. Wir können mal irgendwelche Rennen machen. Und zwar fahren wir jetzt einfach mal. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade hier oben. Wir fahren jetzt einfach mal zu dem Rennen und rennen da irgendwo mal bei. Genau. Ist irgendjemand drin von unserer Crew? Nein. Also wie gesagt, Crew könnt ihr immer noch gerne beitreten, habe ich gar kein Problem mit. Nur halt solltet ihr nicht unbedingt beitreten mit irgendeinem Account, mit dem ihr nie spielt, weil das ist sinnlos, ne? Am besten mit eurem Hauptaccount, mit dem ihr immer spielt, aber ich denke mal, das ist schon logisch oder klar. Sag mal, wo war. Hä? Lol, ich bin vorbeigefahren. Ist das hier schon eine Militärbasis? Ich glaube, das. Nee, das ist nicht die Militärbasis. Irgendwas kriegt man aber da bestimmt aufs Maul. Wenn man da reinfährt, weil da ist ja schon im Grund so ein Schloss davor. Lol, ich muss hier hin. Ja, sag mir das doch. Haha, grandios, erstmal dagegen gefahren. Ja, weil bei Rennen könnt ihr auch ganz gut Geld verdienen. Insofern ihr halt auch hin und wieder mal in der vordersten paar Plätze kommt. Aber Rennen, das geht eigentlich ganz gut. Muss ich mal so sagen. Ich denke zwar, dass wir nicht so viel am Anfang gewinnen werden, weil wir halt noch ein relativ geringes Level sind, aber ich bin da guter Dinge, dass wir ein paar Tausend jetzt schon mal gewinnen können. 2,3 Kilometer, das geht eigentlich auch voll klar. Ich muss mal hier was trinken, weil ich habe immer so, nachdem ich so eine Viertelstunde ungefähr geredet habe, so einen trockenen Scheißmund. Ja, es geht aber doch voll klar mit den Leuten hier. Das sind auch nicht so das High Level. Hä? Hier ist einer Level 3. Oh. Level 3 ist mir doch gerade eigentlich erst einmal hier gerade aus dem Tutorial rauskommt, oder? Tutorial. Ach, das ist sowas. Na geil. Ich finde irgendwie die Farbe, die Crew-Farbe, übelst geil. Dieses Sonnenuntergangsrot oder dieses Dunkelrot. Das sieht ganz geil aus, finde ich. In der Sonne sieht das eher heller aus, aber so sieht das auch gut aus. Noch einfach mal fortfahren. Wetten wir mal nicht, weil wir haben noch nicht so viel Geld, wo ich jetzt sage, ja komm, da kann sie Geld raushauen. Oder wird auf die anderen was gewettet? Hier? Nee. Der Kollege ist noch nicht bereit. Ich glaube, das war der, der das hohe Level hatte. Oder halt Level 12 war und der war Level. Ach, der wettet auf sich. Oder war das der, der Level 12 war? Ich weiß es nicht. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, falls bei euch irgendwie, warum auch immer, mal der Charakter weg sein sollte. Ich habe den Fehler leider gemacht, dass ich dann halt einfach, naja, so inkompetent war und mir einen neuen erstellt hatte. Es ist vielleicht ratsam, da einfach mal versuchen, einem Freund hinterher zu joinen. Weil das kann teilweise schon mal was bringen.